Recht herzlich willkommen zur 134. Folge von Simotrans. Ja, wir sind unterwegs nach Altenau, nachdem wir hier in Radolfzell letztes Mal noch den Dingens im Booster noch einen draufgesetzt haben. Da müssen wir jetzt gucken, dass was hier oben los ist. Hier sieht alles gut aus von der Abdeckung. Ja. Abdeckung ist top. Jetzt müssen wir nur gucken, wo dir die Leute stehen, ne? Hier sind Paletten wartend. Backwaren und Eier. Und die Eier sollen zum Radolfzeller Markt. Auch geil, oder? Gibt's denn die Fahrzeuge, die da auch so? Der bringt das Mehl dahin. Der kommt also von der Mühle. War das aber so eine Dreieckslinie, die wir da hatten? Weiß ich jetzt gar nicht. Lass uns den mal gerade gucken, ob der da Eier lädt. Ne, der holt die Backwaren ab. Der hat auch Mehl dabei. Der holt wahrscheinlich auch noch Backwaren, aber wenn die Backwaren holen, die gehen ja nach Radolfzell zum Markt. Dann passt das ja. Okay. Der hat auch ein paar Eier dabei jetzt. Ja, aber das ist ja trotzdem dann zu wenig, oder? Oh, der überholt den Bus. Der LKW. Auch krass. So, der hat nichts drin. Bäckerei Marktmühle, aha. Ich glaube, für eine Bäckerei Marktmühle müssen wir nochmal nachlegen. Bäckerei war da oben, Markt. Wo ist der Markt? Achso, das ist ja unten und die Mühle ist hier, ne? Okay. Da warten nur Passagiere. Gehört aber alles zueinander, ne? Das Mehl liegt hier jetzt auch nicht. Ist die Frage, ob das so richtig ist, was wir da tun. Da ist nix. Tja. Schwierig hier jetzt. Klosterbrauerei. Braucht bald wieder Hopfen. Der steht da. Was machen wir hier? Die fahren jetzt alle hier mit Eier weg, oder? Ja. Der hat die Eier schon mitgebracht, so der kam von oben, alles klar. Jetzt mal gucken, wie viele Eier sind denn hier unterwegs, so. Oh, auch reichlich, ne? Obwohl die Großbäckerei braucht die meisten Eier. Lass uns mal da noch einen draufsetzen. LKW. Ach, da gibt's auch noch reichlich, ne? Ja, dann mal los. Also Bäckerei, Markt, Mühle, schon mal richtig. Starten. Dann starten wir auch. Und das war jetzt der Eiertransport, ne?
Ah ja, Adenauer, da ist es. Starten wir auch. Lass die erstmal fahren und dann gucken wir weiter, ne? Ach so, hier sind wir jetzt in Radolfzell, da läuft's ja. Wir müssen ja jetzt hier hin. Gucken, wie viele Millionen Passagiere wohin wollen, ne? Adenauer-Paulstraße. 23 Uhr nach Radolfzell. Der restliche Sache ist alles intern. Das sieht nach intern auch nach einem Bus dann noch mehr aus für Adenauer. Ach so, jetzt weiß ich warum, weil hier noch Eier ausgewählt sind. Busse. Nur benötigt wollten, ich wollte sogar nur Passagiere haben. So, zack. Und das war jetzt Stickbus Adenauer. Und starten wir den. Läuft. So, gucken wir wieder hin. Ja, hier ist ja jetzt alles abgedeckt, oder? Sieht erstmal alles gut aus. Selbst hier stehen Leute und warten. Da auch. Ist vielleicht nicht verkehrt, dass wir da auch einen Bus haben, ne? Ja, gucken wir. Stehen hier. Ah, da steht gar keiner. Da warten nur Paletten mit Eiern und Paletten mit Backwaren. Reichlich. Post ist ja auch, aber das geht noch. Sieht hier hinten aus, da wartet mal keiner. Ja, da warten schon mehr. Also vor allem Post. Warten hier Leute. Ah ja. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Was haben wir hier stehen? Ach so, das war gerade die Haltestelle ja auch. Ja, hier wird nichts weggeliefert, ne? Die machen das Tierfutter halt, ne? Oder brauchen das? Das kommt hierher und wer fährt da? Das zeigt gar keiner. Fährt wirklich keiner, ne? Und der wartet hier weit, weit weg von allen. Ah, da kommt sogar einer. Da kommt der eine. Der Silo-Bauer. Okay. Der das Tierfutter. Ist auch Silo, war gut. Der hat die neueren Anhänger wahrscheinlich dann, ne? Ja, fährt aber erstmal. Ja, hier ist jetzt keiner was am Machen, oder was? Wartet auf Mineralöl. Und da fährt einer. Achso, das ist zeitgesteuert wahrscheinlich, dass der jetzt fährt, ne? Naja. Und da ist jetzt voll, aber, ne? Also, das wird noch transportiert, ja. Okay, das ist so. Er ist blockiert, weil der da auch nicht fährt. Und das liegt daran, dass hier keiner was abholen möchte, beziehungsweise keine Abnehmer sind. Sieht's hier aus? Der Bahnhof ist leer.
Die Lok wartet da. Wie ist das mit dem Kraftwerk? Oder so reichlich Kohle? Das läuft also. Und hier stehen leere Züge. Naja. Was macht er jetzt hier? Ach, der fährt da rein. Der Kohle dabei? Ich glaube ja, ne? Ja. Der liefert jetzt hier ab, oder? Nee, macht er auch nicht. Der fährt voll weiter, oder? Ist das ein Zwischenstopp? Kann natürlich auch sein, dass der Eisenerz gebracht hat oder so. Nee, Kohle gebracht hat und Eisenerz. Keine Ahnung, was der gebracht hat. Ist auch nicht entscheidend. Ja, hier wartet man auf Stahl. Ja, das ist auch normal hier mit den Maschinenbauteilen. Ah, hier sieht man, dass das Eisenerz ist. Da ist der Wimmel Express mit 53 Passagieren, okay. Gibt's hier einen drauf oder zwei? Keine Ahnung, ne? Wie voll ist denn diese Lok? Okay, auch nicht so ganz so voll. Mal wieder daneben. Dann ist ja alles gut. Sieht's in dem Städtchen hier aus, okay. Die warten 750 Gäste, die wohin wollen. Riedenburg. So ein paar sind's hier, ne? So ein paar mehr. Südostwald. Riedenburg Südostwald, wo ist das denn? Hä? Ist hier unten? Nein, ne? Apollo, doch da tatsächlich, hier ist das. Da wollen so viele hin. 400, über 400 Leute wollen die Sehenswürdigkeit sehen und wir haben hier keine Bedienung. Komm, zack, Stadtbus. Das heißt Riedenwald touristische Ziele, okay, aber der fährt da jetzt auch lang. Nur mal 100 Leute runter wegnehmen. Vielleicht klappt's ja. Das war jetzt der neue, ne? Oder? Doch. Hat schon die erste Haltestelle angefahren. Cool. Jetzt ist er gleich voll. Sollte er zumindest. Jo, passt schon. Und die fahren jetzt alle hier unten hin, er nimmt nirgendwo was auf. Na, das ist halt so, ne? Und hier stehen auch schon ein paar, so ist nicht. Da stehen auch ein paar, läuft. Ja, der ist leer, auch schön, ne? Da hinten haben wir so, so viele Leute, aber hier fährt ein leerer Bus durchgegangen. Das kann einer jetzt nicht glauben, oder? Oder war das unser neuer Bus, der doch in eine andere Richtung gefahren ist? Wir haben aus Versehen den anderen angenommen, könnte auch sein. Ich habe fast die Vermutung, dass das das Richtige ist, ne? Also von da möchte keiner nach Ostwald, ist klar. So, jetzt steigen da gleich welche ein, 14, 15 Stück. sogar schon.
Okay. Und da noch mal so viele, wenn nicht mal mehr, sogar mehr. Aber noch keine Ahnung, wie viel das waren, egal. So, das läuft auf jeden Fall. Lass uns mal gerade nach Dingens gucken, ja, ist es nach Floto oder so. So, sieht doch gut aus hier, oder? Ja. Viele Straßen daneben gebaut, aber noch keine Häuser. Läuft, ne? Das macht Sonderhausen. Hier nicht so eine Bushaltestelle, die so total überfüllt war. War es diese? Wohl nicht. Ja, läuft erstmal, ne? Ja, da laufen und fahren auch noch zwei Busse intern, alles gut. Jo, aber ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.